Hallo und willkommen zu deiner nächsten Coaching-Einheit. Heute möchte ich dir eines der bekanntesten Kommunikationsmodelle überhaupt vorstellen. Du hast mit Sicherheit schon mal davon gehört und ich habe es nur der Vollständigkeit halber mit in diesen Kurs aufgenommen. Denn das Sender-Empfänger-Modell von Claude E. Shannon und Warren Weaver, das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Es ist im Prinzip ein binäres mathematisches Modell zur Optimierung bei der Übermittlung von Nachrichten zwischen einem Sender und einem Empfänger. Ähnlich wie du das vielleicht auch vom Handy oder vom Radio her kennst. Und dieses Modell war im Ursprung eigentlich gar nicht als klassisches Kommunikationsmodell gedacht, denn Shannon und Weaver, die arbeiteten laut Wikipedia zu dieser Zeit für eine Telefongesellschaft. Es ging bei der Entwicklung des Modells also eher darum, die Übertragung besser zu machen und weniger Störungen bei der Übermittlung von Nachrichten zu haben. Da es aber in der zwischenmenschlichen Kommunikation immer auch einen Sender und einen Empfänger und umgekehrt gibt, eignet es sich als Modell perfekt dafür. Stuart Hall griff dieses Modell in den 80er Jahren auf und übertrug das auf unsere Kommunikation. Und Friedemann Schulz von Thun hat im Übrigen sein Vier-Ohren-Modell auf dem Shannon und Weaver-Modell aufgebaut. Hier ein Überblick, wie Sender und Empfänger funktioniert. Sender A übermittelt eine kodierte Nachricht an Empfänger B, der diese Nachricht entschlüsselt. Dies geschieht mittels Sprache, also verbal, Gestik, Mimik, also nonverbal und gegebenenfalls der Art und Weise, wie etwas gesagt wird, also paraverbal. Der Empfänger B entschlüsselt oder besser gesagt interpretiert diese Nachricht und kommen bei der Übermittlung der Nachricht Störungen hinzu. Kommt die Nachricht gar nicht oder unvollständig beim Empfänger an. Fehlinterpretationen, Einflüsse von außen und vieles mehr sorgen für Missverständnisse. Du kennst das Phänomen vielleicht von stiller Post. Je mehr Menschen eine Nachricht übermitteln sollen, umso mehr Störung gibt es dazwischen. Die Nachricht kommt dann nicht mehr im Original an beim Empfänger. Und etwas moderner, wenn du am Wochenende im Club stehst und dir jemand etwas sagt, verstehst du ihn oder sie auch nicht, weil die Musik vielleicht so laut ist. Oder aus dem Alltag, wenn du ein schlechtes Handynetz hast und der Gesprächspartner ist nicht mehr zu verstehen, dann ist das genau das Gleiche. Das Sender-Empfänger-Modell, das ist also heutzutage aktueller denn je. Merke dir in diesem Zusammenhang nur einen Satz, der mir persönlich sehr viel weitergeholfen hat, als ich das damals kennengelernt hat. Wahr ist nicht, was A sagt, sondern B versteht. Möchtest du also, dass deine Botschaft von B, C, D und vielen weiteren richtig interpretiert wird, dann sorge für klare Aussagen, frage selbst auch nach, wenn du selber was nicht richtig verstanden hast. Trau dich das auch anzusprechen, wenn es dir unangenehm ist. Eine übermittelte Botschaft nicht klar zu senden oder zu empfangen, birgt je nach Situation große Nachteile. Sei also auch mal verständnisvoll. Wenn vielleicht einer etwas falsch verstanden hat, dann sagst du einfach, Entschuldigung, da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Das war es auch schon vom Sender-Empfänger-Modell. Ich habe ja gesagt, es ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Ich freue mich auf deine nächste Coaching-Einheit. Bis dahin, alles Gute. Dein Uwe.